Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer bunte Steine-Fan, und ihr seht, es geht weiter mit einem weiteren Playtiff-Set aus der Lucky Luke-Serie. Wir haben hier 151 Teile zu einem Preis von 9,99 € und es heißt einfach das Versteck. Kompatibel zu allen anderen Klemmbausteinherstellern, und das ist hier die schöne Verpackung. Und ja, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was los ist, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Und hier war schon was offen gewesen. Jawohl, hier. Ha, hier geht's auf. Und wir gucken mal nach, was uns alles erwartet. So, okay. Gut, das ist abgegangen. So, jetzt haben wir es auf. Und da. Ja, sieht gut aus. Holen wir mal alles raus. Ist noch was drin? Oh ja. Okay. Subi. So, was haben wir jetzt hier? Okay. Erst einmal Tüte Nummer 1. Was machen wir hier? Tüte Nummer 2. Tüte Nummer 3. Und die vierte Tüte mit der einen Schiene und der großen Plate. Dann hier wieder dieser Verbraucherhinweis, den eh keiner liest und keiner braucht. Dann eine Tüte mit Gummis. Okay. Und die Bauanleitung genauso groß wie bei dem anderen Set. Und hier kommen auch wieder die Aufkleber zum Vorschein, die in dem Set drin sind. Und richtig hier rum. Wie viele Seiten haben wir jetzt? Wir haben 23 Seiten und 45 Bauabschnitte. Ich werde das jetzt zusammenbauen und bin dann mit dem Review zu diesem Set gleich wieder da. Also bleibt dran! Ja, und nach 29 Minuten und 2 Sekunden bin ich mit diesem Set fertig. Der Aufbau hat Spaß gemacht, muss man sagen. Das kann ich jetzt schon mal vorne wegnehmen. Und es sieht auch richtig toll aus. Ich würde sagen, wir fangen wie immer mit den Minifiguren an. Im Grundprinzip ist da kein großer Unterschied zwischen den zwei Minifiguren. Da brauchen wir uns nur eine anzuschauen, weil der einzige Unterschied ist die Größe, wie man es hier sieht. Ansonsten sind die komplett gleich. Dann nehmen wir uns den großen mal hier vor, und da haben wir ihn natürlich wieder in dem altbekannten Gelb mit den schwarzen Streifen hier vorne und auch hier hinten Beine nicht bedruckt. Gesichtsausdruck, ja, dieser nette Gesichtsausdruck, das hat die andere Minifigur auch, diesmal keinen etwas anderen, ist der gleiche, okay, können wir mit leben. Wieder diese tolle Friese, die es hier für diese Minifiguren gibt, und wie gesagt, bei der anderen ist es genau das gleiche, bloß die Größe ist ein bisschen unterschiedlich. So. Da kann ich gleich mal noch was dazu sagen zu den Minifiguren. Was mir nicht gefällt, was mir allgemein nicht gefällt, ist bei Minifiguren die Arme dran zu klipsen an den Torso. Ah, da tut der Daumen weh, und es ist wirklich richtig schwer, das reinzuklitschen, das da reinzuklipsen. Ah, ich mag es wirklich nicht. Ich hasse das wie die Pest. Aber hier geht's. Ich habe jetzt einen Trick gefunden für mich jetzt persönlich. Ihr könnt es ja auch gerne versuchen. Ich mache einfach den Arm so, dass ich so habe, und dann drücke ich den so rein. Und das ging eigentlich bis jetzt bei allen Minifiguren, wo ich das jetzt angewandt hatte, ging das richtig schön einfach und schnell. Jetzt geht er hier wieder ab. Aber einfach so reingedrückt und fertig ist es. Perfekt und kein großes Umhergemache mit den Armen. So, schöne Minifiguren, ja, nicht so schön, ja, okay, aber je länger man sie sich anschaut, man gewöhnt sich an die Minifiguren. Dann kommen wir natürlich jetzt hier zu dem Hauptakteur mit das Versteck, und ich mache mal einfach mal, lass es jetzt einfach mal ein bisschen wirken. Übrigens Aufkleber. Ja, sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Gucken wir uns erstmal die Dressine an, die wir hier haben. Sehr nett und einfach gebaut.
ein paar Steinchen und hier ist auch der Mechanismus, der für eine Draisine natürlich üblich ist. Wir haben hier um die Räder nochmal extra 4 Gummis, also jeweils ein Rad, ein Gummi, damit man eine bessere Traktion auf der Schiene haben. Und das finde ich richtig gut und fährt auch schön geschmeidig und ja, läuft, hat, ja, sieht gut aus. Es funktioniert, es ist wirklich toll, dass sie da die Gummis für die Reifen mit beigebracht haben, dass man ein bisschen mehr Traktion hier drauf hat. Man muss auch aufpassen beim Zusammenbauen, dass man jetzt die Räder nicht zu sehr zusammendrückt, weil dann bewegen sie sich nicht. Also wirklich drauf achten, dass sie ein bisschen Spiel haben. Aber das ist ja eigentlich selbstverständlich. So, hier haben wir jetzt das gesamte Versteck und es ist einfach eine Pracht, es ist einfach toll. Die Steine sind wieder mal richtig super gelungen, keine Kratzer, jetzt auch keine Angusspunkte soweit gesehen. Es ist einfach genial. Die Platte ist auch richtig toll, die hat sich nicht durchgebogen. Also die Steine sind wirklich top, da kann man wirklich nichts dafür sagen. Für 10 Euro bekommt man hier wirklich tolle Steine und jede Menge Slopes vor allem. Ja, das lohnt sich schon. Das hätte dann doch, hätte man mehrmals kaufen sollen, wenn man so hier Sand, Tan und Dark Tan Steine braucht. Also Slopes, richtig, richtig toll. Und ich bin mir sicher, dass so einer Wüstenlandschaft, so einer Lego-Wüstenlandschaft sieht das auch richtig genial aus. Wie gesagt, hier ist das Versteck und hier vorne birgt sich die Tür. Wir können diese einfach öffnen, ganz einfach. Ups, jetzt ist es schon wieder abgegangen. Ja, das ist so eine kleine Schwachstelle hier. Das muss ich schon mal als Kritikpunkt anmerken. So. Ja, das war jetzt zu weit. Wie gesagt, man muss den richtigen, jetzt habe ich es rausgemacht, den richtigen Punkt finden. Machen wir es hier hin, so. Wir versuchen es mal. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefuchst. Ich war nur froh, dass das jetzt so gehalten hatte, so richtig gut. So, ja doch, das sieht jetzt besser aus. Das dürfte jetzt auch besser gehen. Ja, haha, supi. Und vor allem, das ist ein schöner Mechanismus, dass das so aufgeht und dann im Grundprinzip dann so nach hinten wegklappt. Das ist doch genial, das sieht doch richtig toll aus. Und hier drin haben wir jetzt Platz, um im Grundprinzip eine Minifigur hier zu verstauen. Ups, die passt hier schön rein, dann kriegen wir sogar die zweite, könnten wir auch noch mit reinkriegen. Und da hat man ein sehr schönes Gauner versteckt, das ist doch wirklich toll. Und Even, jetzt auf Englisch noch, natürlich könnte man das natürlich auch noch ein bisschen größer ausbauen, da könnte man, was man da machen kann, das ist super, wenn man genug Stein hat. Wie gesagt, hier, das ist noch ein Aufkleber und das hier hinten ist ein großer Aufkleber. Ja, hätte nicht sein müssen, ist auch mit dabei. Aber was mir aufgefallen ist, ich hatte nur noch diesen Stein übrig gehabt und hier auf der Verpackung ist es einheitlich. Also ich weiß nicht, entweder habe ich einen Fehler gemacht oder ich habe die Anleitung falsch gelesen, ich weiß nicht. Aber macht nichts, es sieht halt auch ein bisschen natürlicher jetzt aus, dass die Farbe der Steine halt ein bisschen unterschiedlich ist. Und so ist die Tür wieder zu und das Versteck, ja, da kann jetzt jeder vorbei und ahnt nicht, dass da jemand sich drin versteckt. Apropos Anleitung, die war diesmal gut verständlich, ja. Also wieder alles so ein bisschen verblasst und das, was wir bauen, ist dann in der Farbe abgebildet. Ja, hier habe ich gerade die Seite sowieso aufgeschlagen. Hier sieht man auch, dass es hier schon eine Anleitung auch mit verschiedenen Farben ist. Und ja, was halt auch ist, die Farbgetreue. Also man muss auch erstmal rausfinden, dass dann zum Ende hin, wo war das hier? Da, wie gesagt, dass das hier dann das Dark Tan ist und dann hier das normale Tan. Ja, und dann beim ausgegrauten Schritt ist dann doch ein bisschen schwieriger, das normale Tan zu erkennen hier. Also das war, da muss man wirklich aufpassen. Es ging, ich bin zurechtgekommen, aber das jetzt so zur Anmerkung, das ist so eine kleine Schwäche in der Bauanleitung. Ansonsten ließ sich danach wirklich gut und zügig bauen, kein Problem soweit gehabt. Wie gesagt, das ist so der Kritikpunkt, den ich habe. Und ich habe noch was getestet. Haha, die Schiene, die hier mit ist, man sieht schon, sie sieht ein bisschen anders aus als die normale Lego-Schiene. Ich habe hier rein zufällig eine Lego-Schiene mit dabei. Und wir versuchen mal, diese dran zu klipsen, ob die... Jawohl!
Sie sind kompatibel, sie passen sehr, sehr gut zusammen. Oh, der Farbton ist sogar fast gleich auch. Ja, sieht gut aus. Und jetzt nehmen wir mal unsere Tresine, setzen die hier drauf und jawohl, sie schippert, also sie macht sich hier sehr gut drüber. Kein Problem, das läuft richtig gut. Also man sieht, es ist wirklich kompatibel auch zu den Lego-Schienen, die Schiene. Man kann es wenn ihr schon eine Lego-Eisenbahn habt und das Set würde irgendwo passen, könnt ihr es einfach integrieren. Das ist richtig genial. Was mich jetzt noch ein bisschen stutzig gemacht hatte, ich habe jetzt hier zwei 1x2er übrig. Keine Ahnung, warum und wie und wo die hinkommen. Ich habe es auch nicht in der Bauanleitung gefunden. Ja, keine Ahnung. Aber die sehen ja auch ein bisschen wie Goldbahn aus. Das könnten Goldbahn sein, weil das ist hier machen wir mal scharf. Das sieht mir auch, hier ist auch so ein Goldbahn im Grundprinzip. Könnten Goldbahn sein. Das ist dann in dem Versteck dann irgendwo das Gold verstecken. Das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, war jetzt in der Anleitung nichts zu finden davon. Das hat mich ja ein bisschen ratlos zurückgelassen. Müssen wir mal, was ist denn hier in der Anleitung? Wie gesagt, naja gut, okay. Das ist jetzt kein Beinbruch im Grundprinzip. Das, ja. Nee, ist okay. Alles in allem kann man dazu sagen, ein richtig tolles kleines Set. Für 10 Euro allemal, was man hier bekommt, sehr gut. Man hat einen Bauspaß, ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, hier haben wir wieder die bedruckte Platte wie bei dem anderen Set. Diese ist auch wieder mit dabei. Und ja, gefällt mir. Was meint ihr dazu? Habt ihr euch dieses Set auch gekauft, als es im Angebot bei Lidl war? Konntet ihr da was abgreifen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da und ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao, euer Bundesteine-Fan.